Wenn dich Geld verdienen mit Bitcoin Trading schon immer interessiert hat, dann bleib jetzt dran und herzlich willkommen auf dem Kanal. Hallo alle zusammen, heute gibt es mal ein Video in einem etwas anderen Format. Ihr seht, ich bin hier draußen, derzeit in Dubai Marina. Ich will mal kurz auch die Aussicht hier mit mir genießen. Und ich wollte heute über ein etwas allgemeines Thema sprechen, über Geld verdienen mit Bitcoin Trading. Und da ich auch öfter gefragt wurde, wie das generell funktioniert und ob das teilweise überhaupt möglich ist. Deswegen wollte ich das Thema mal etwas unter die Lupe nehmen und heute im Allgemeinen etwas auch besprechen. Da wollte ich erstmal vorerst auch ausschweifen, was heißt denn Geld verdienen generell mit Bitcoin oder mit Kryptowährungen? Das ist ja ein sehr breit gefächertes Thema. Und da kommt einem zuerst mal in den Sinn, generell mal in Bitcoin zu investieren. Das machen ja schon die einen oder die anderen. Ich bin auch in Bitcoin investiert und finde grundsätzlich die Idee mit dieser dezentralen Währung oder mit diesem dezentralen Ansatz, unabhängig von einer zentralen Instanz, schon mal sehr gut. Also ich unterstütze das Ganze auch, also die ganze Idee dahinter. Und in diesem Bereich, was Geld verdienen angeht, lässt sich ja auch unterscheiden zwischen verschiedenen Aspekten. Zum einen kann man ja einfach jetzt beispielsweise Bitcoin kaufen oder Altcoins, also andere Kryptowährungen kaufen und dann hoffen, dass der Kurs auch wächst, dieser Kryptowährung oder des Bitcoins. Dazu habe ich auch ein Video gedreht, wie das Ganze zu analysieren ist, also wie man gute Altcoins und Kryptowährungen findet. Das verlinke ich euch oben. Ansonsten, ich hoffe, man hört mich gut, also ich habe das Mikro jetzt vergessen mitzunehmen. Ich benutze jetzt das Mikro der Kamera und hoffe, dass nicht zu viele Hintergrundgeräusche auftauchen. Und beim generellen Investieren in Kryptowährungen, also in Altcoins oder Bitcoin, hat man ja trotzdem immer das Risiko, vor allem bei Altcoins, ob diese Coins überhaupt gut performen, ob man damit Geld verdienen kann. Es gab ja vor allem im letzten Bullmarkt ebenfalls viele Coins, die schlechter performt haben als erwartet oder gar nicht performt haben. Und da muss man sehr gute Analysen auch anstellen vorab. Und dann zwischen diesen gut analysierten Coins werden dann auch ein paar hoffentlich gut performen. Aber man kann nie garantieren, welche Coins jetzt gut performen, welche nicht. Und das ist immer so ein Ratespiel, mehr oder weniger. Natürlich muss man dazu auch etwas analysieren können, das Ganze, den ganzen Markt. Aber grundsätzlich ist es schon möglich. In einem Bullenmarkt steigen ja im Endeffekt, also steigt als zuallererst der Bitcoin-Preis. Und dieser zieht dann die ganzen Altcoins auch nach. Und zu solchen Zeiten, zu einem Bullenmarkt, finden sich auch dann sehr viele Leute, die dann zu Experten werden, weil es in diesem Markt nicht allzu schwer ist, einen Coin zu finden, der auch dann einige X auch macht oder sogar 10 oder 20 X macht. Ganz anders sieht es aus, wie jetzt derzeit bei fallenden Märkten, bei einem Bärenmarkt. Anders gesagt, bei dem der Bitcoin-Preis stark fällt und umso stärker fallen auch die ganzen Altcoins. Und hier ist es sehr schwer, dennoch gute Coins zu finden, die vielleicht auch langfristig dann auch gut performen werden. Das heißt, es ist eher unwahrscheinlich, dass die kurzfristig auch dann gut performen und man muss dann immer auf den nächsten Zyklus, also auf den nächsten Bullenmarkt, zum nächsten wahrscheinlich auch Halving, der dann auch wieder stattfindet, dann warten und hoffen, dass man die Coins, die man jetzt aussucht, dann auch später gut performen. Etwas anders funktioniert das Ganze beim Bitcoin-Trading, weil hier gibt es einen Vorteil, dass es komplett egal ist, ob der Markt hochgeht oder runtergeht. Denn man hat eine bestimmte Strategie und man achtet hier auf bestimmte Trading-Signale, also Trading-Signale im Chart, bei denen man entweder Long, also Kaufpositionen, oder Short-Positionen, also Verkaufspositionen öffnet. Und egal in welche Richtung der Markt geht, man kann da immer Geld damit verdienen. Und das ist der große Vorteil beim Traden, dass einem egal sein kann, wann das nächste Halving ist, wann der nächste Bullrun kommt. Man muss dabei nicht ein, zwei Jahre lang warten, bis der Markt wieder hochgeht, um Geld damit zu verdienen, sondern man kann sofort damit starten. Das ist ein Riesenvorteil, was Trading angeht. Beim Trading ist natürlich alles nicht so einfach, wie es klingt. Also, dass man nur auf irgendwelche Signale achten muss und dann auch Trading-Positionen eröffnet und sofort im Profit ist. Natürlich braucht man auch eine gute Handelsstrategie. Und hier bin ich auch auf meinem Weg auf einige Schwierigkeiten gestoßen. Da, wenn man einmal Trading gelernt hat, also die ganzen Basics mal sich angeschaut hat, und dann auch mal die technische Analyse gelernt hat, also gelernt hat, wie man
den Chart betrachtet mit Support- und Resistance-Zonen, mit Trendlinien, mit Indikatoren, dass man da ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was der Chart gerade macht und welche Pattern es so gibt auf dem Markt und vor allem, wo man beim Preis eine Bewegung erwarten kann, egal in welche Richtung es geht, aber dass man diese Punkte ausfindig macht, wo Bewegungen immer stattfinden in eine Richtung. Das kann man auch relativ schnell lernen. Und danach bin ich auch auf meinem Weg darauf gestoßen, dass es ziemlich schwer ist, eine gute Strategie zu finden. Also es gibt unzählig Content zu technischen Analysen, zu Indikatoren, zum Trading allgemein. Aber wenn man sich auf die Suche macht nach guten Trading-Systemen, auf welche Signale man im Endeffekt achten soll, auf welche Parameter man achten soll, um eine Trading-Position zu eröffnen, zu schließen und vor allem ein System zu finden, das auch langfristig profitabel funktioniert. Da habe ich wirklich lange dafür gebraucht, um auch ein gutes System für mein Trading zu finden. Und da habe ich auch gemerkt, dass grundsätzlich auf dem Markt ist schwer, Trading-Systeme zu finden, nach denen man traden kann, die schon mal mehrmals geprüft worden sind, die auch funktionieren. Und da habe ich es auch mir zur Aufgabe gemacht, das auch diesen Content zu liefern, also funktionierende Trading-Systeme oder generell Trading-Systeme zu zeigen und sie selbst auch 100 Mal hintereinander zu testen und auch wirklich dir dann zu zeigen, wie gut diese Systeme performen, wie sie funktionieren und ob diese überhaupt langfristig profitabel sind. Deswegen findest du auch auf meinem Kanal oder ich verlinke hier oben die Videoreihe mit allen geprüften Trading-Systemen, die ich auf diesem YouTube-Kanal derzeit habe, um dir auch dabei zu helfen, ein funktionierendes, profitables Trading-System zu finden oder dir dabei zu helfen, ein eigenes zu kreieren anhand von vielen verschiedenen Parametern oder vielen verschiedenen Systemen, die ich hier zeige und vielleicht, dass du dein eigenes System daraus auch aufbauen kannst. Denn ich finde, Trading-Anfänger scheitern auch oft daran, dass die dann anfangen zu traden, ein schlechtes System ausprobieren oder ein System, das beispielsweise irgendwo in einem Video gezeigt wird und dann 3, 4 Positionen geöffnet und geschlossen werden, die natürlich im Profit dann auch schließen, weil man natürlich, wenn man ein System zeigt, versucht, gute Positionen zu zeigen und nicht, wie das Ganze langfristig nach 100 oder 200 Trades funktioniert. Deswegen habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, sehr neutral daran zu gehen, alle möglichen Systeme, die ich so auf dem Markt finde, zu testen und dir zu zeigen, wie diese performen. Deswegen möchte ich dich auch gerne dazu einladen, diese Videoreihe mal anzuschauen, alle Systeme auch mal auszuprobieren und hoffe, dass du mir auch gerne ein Feedback dazu gibst, ob es bei dir funktioniert hat, ob du dein Bitcoin-Trading mit diesem System auch verbessern konntest. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, profitables Bitcoin-Trading und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.